heutigen Video geht es um das Thema diskrete und stetige Zufallsvariablen. Dabei möchte ich euch zunächst mal erklären, was überhaupt eine Zufallsvariable ist. Und dann wollen wir uns eben anschauen, was gerade diese diskreten und die stetigen sind. Wenn wir eine Zufallsvariable in einer stochastischen Vorlesung definieren, dann funktioniert das ganz oft, indem man die als Funktion definiert. Und zwar ist das eine Funktion, die einem Ereignis Omega, also Omega ist irgendein Ereignis, das auftreten kann bei unserem Experiment oder bei unserem Versuch, wird hier eine Zufallsvariable x zum Beispiel zugeordnet oder y. Und die liegt dann eben in den reellen Zahlen oder oft in den reellen Zahlen. Das ist immer ein bisschen irreführend, weil das Ding jetzt hier Zufallsvariable heißt. Das ist aber trotzdem eine Funktion. Also das ist nicht eine Variable, wie ihr jetzt Variable kennt, wenn ihr Gleichung löst. Sondern einfach deswegen Variable, weil das, was da rauskommen kann, ist Variable. Das sieht man aber gleich am Beispiel besser. Ich würde sagen, wir fangen am besten auch mit einem Beispiel an, dann wird das alles klarer. Und zwar gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir einen Würfel haben, aber wir haben keinen normalen Würfel, sondern der hat nur drei Seiten. Auf jeden Fall kann da nur eben drei Ergebnisse rauskommen, und zwar die Ergebnisse 1, 2 oder 3. So, das stellen wir uns vor und wir würfeln den jetzt aber zweimal. Im Standardbeispiel macht man das natürlich dann mit einem normalen Würfel von 1 bis 6, aber dann schreibe ich hier das ganze Ding voll und es ist eigentlich auch nichts anderes, deswegen spare ich mir das jetzt und reduziere meinen Würfel auf die Zahl 1 bis 3. So, wir würfeln zweimal und wir wollen jetzt die Augensumme, also wir addieren zusammen, was wir gewürfelt haben. Ja, dann kann ich hier erstmal gucken, was kommt überhaupt raus, also was kann ich denn erhalten hier. Das schreibe ich vielleicht gerade mal in einer anderen Farbe. Ja, ich kann beim ersten Mal eine 1 würfeln. Dann würfel ich nochmal, dann kann ich nochmal eine 1 würfeln. Oder ich würfel eine 1 und eine 2. Oder eine 1 und eine 3. Und dann könnt ihr natürlich so weitermachen, dann könnt ihr auch die 2 und die 1 würfeln. Oder die 3 und die 1. Ich schreibe es mal Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, das ist ja klar, wie das geht. Und das hier wäre eben quasi ein Ereignis, können wir zum Beispiel ahnen, das eintreten kann. Das ist also hier so ein Tupel, was da passieren kann. Nämlich, dass wir eine 1 und dann nochmal eine 1 würfeln. Was macht jetzt unsere Zufallsvariable? Das ist eine Funktion, die jetzt diesem Tupel hier eine reelle Zahl zuordnet. Und zwar die Augensumme in dem Fall. Das heißt, machen wir das nochmal anders, machen wir das mal blau. Wenn ich jetzt eine 1 und eine 1 würfel, dann wird das hier ja zugeordnet 1 plus 1, das heißt der 2. Hier die 1 und die 2, das ordne ich der 3 zu. 1 und 3, klar, das gibt 4. Ich denke, ich muss das jetzt nicht weitermachen, das sollte klar sein. Das heißt, unsere Zufallsvariable funktioniert im Detail so, wir haben ein Tupel mit A1 und A2. Das sind eben die zwei Sachen, die wir jeweils hier gewürfelt haben, wobei A1 und A2 hier aus Omega kommen. So, und die werden jetzt zugeordnet A1 plus A2. Und das liegt eben in den reellen Zahlen. So, und genau das ist jetzt eben unsere Zufallsvariable, die Funktion, die das zuordnet. Jetzt habe ich schon gesagt, ich habe was von diskret und stetig erzählt, dass es da einen Unterschied gibt. Schauen wir uns gerade mal an, was das bedeutet. Diskret heißt einfach, ich kann entweder endlich viele Werte annehmen oder abzählbar unendlich viele. Was bedeutet das? Naja, wenn ich mal schaue, was hier alles rauskommen kann, hier kann ich 2, 3, 4, 5 und so weiter bis höchstens 6 rausbekommen. Also meine Menge, die quasi hier rauskommt, also meine Zufallsvariable x ist auf jeden Fall in 1 bis, Entschuldigung, 1 geht ja schon nicht, in 2 bis 6, weil im geringsten Fall würfel ich 2 mal eine 1 und im höchsten eben 2 mal eine 3. Das heißt, da habe ich endlich viele Werte. Ich könnte auch unendlich viele Werte haben, aber dann brauche ich abzählbar unendlich viele. Abzählbar unendlich sind zum Beispiel die natürlichen Zahlen. Warum sind die abzählbar unendlich? Ganz einfach, weil wir die zählen können. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 und halt immer so weiter. Was könnte da für ein Beispiel sein? Zum Beispiel können wir, wenn wir uns vorstellen, jemand, also wir haben so eine Art Glücksrad, so das wird gedreht und wenn man in dem Bereich da oben drin landet, dann hat man gewonnen. Und jetzt könnten wir uns ja theoretisch vorstellen, dass wir zählen,
wie viele Leute gewonnen haben, die daran gedreht haben. Und wenn wir unendlich viele Leute drehen lassen, dann können natürlich theoretisch auch unendlich viele Leute gewinnen. Also das ist dann abzählbar und unendlich, was unsere Zufallsvariable annehmen kann. Aber wir können die Leute eben zählen, weil wir haben jetzt keine halben Leute oder vierten Leute. Die haben halt entweder gewonnen oder halt nicht. Deswegen ist das dann auch diskret. Stetig ist dann eben genau das andere, wenn wir die ganzen Zwischenwerte annehmen können. Das heißt, normalerweise, wenn wir eben in den realen Zahlen sein können, und da wird es dann nämlich schwierig, zum Beispiel bei solchen Sachen wie Länge oder Zeit, wenn wir eben gerade diese Zwischenwerte erlauben. Stellen wir uns vor, wir messen bei verschiedenen Sportlern, die eben rennen, welche Zeit die brauchen, und wir haben davor irgendwie eine Funktion, wie wahrscheinlich es ist, dass einer zwischen einer Minute und zwei Minuten für eine Strecke braucht und so weiter. Und wenn wir jetzt aber die Zeit messen, dann werden die ja nicht genau eine Minute oder zwei Minuten oder drei Minuten brauchen, sondern je genauer wir schauen, haben wir da eben ganz viele verschiedene Werte, also unendlich viele Werte, die können wir auch nicht abzählen. Das heißt, da haben wir dann eine stetige Zufallsvariable. Das Wesentliche, wie die stetigen Zufallsvariablen definiert sind, ist darüber, dass die eine Wahrscheinlichkeitsdichte haben. Aber bevor wir uns das im Detail anschauen, mache ich jetzt erstmal noch ein Video zum Thema Verteilung. Denn erst dann macht es wirklich Sinn, über Wahrscheinlichkeitsdichte zu sprechen. Das Wichtige heute ist einfach, dass ihr versteht, Zufallsvariablen zählen irgendwas. Und es sind eben Funktionen und keine Variablen, die wir jetzt in der Gleichung haben wie 3x gleich 5. Jetzt noch einen kleinen Tipp für alle, die das Thema eben gerade brauchen. Ich habe mal so ein Video hochgeladen über ganz viele Bücher, die in Stochastik gut sind oder Tops und Flops aus Stochastik. Wenn ihr jetzt keine Lust habt, euch das Ganze anzuschauen, das Thema und alles, was damit zusammenhängt, habe ich mit diesem Buch hier gelernt. Das ist Stochastik für Einsteiger von Norbert Henze. Finde ich mit Abstand das beste Stochastikbuch. Ich stelle euch einfach mal den Link unten in die Beschreibung. Und für alle Leute, die sich für Stochastik und Statistik interessieren, morgen gibt es dann auch eine Buchrezension zu einem neuen Stochastikbuch, was ich euch dann vorstelle. Das könnt ihr dann auch wieder gewinnen. Wir sehen uns dann also morgen beim Gewinnspiel wieder. Bis dahin, macht's gut.